Also was Schönes gekauft, so, dann kannst du anfangen. Und zwar ist das hier ja eine Vogelspinne. Dort kann man die Organe in diese Vogelspinne. Und die Beine ranmachen auch. Ja, die Beine gehen auch ran. Na, dann pack sie mal aus. Okay, dann mache ich sie mal. Der hat Organe. Von der Zeitung. Mhm. Dass die auch nicht kaputt geht. Gar nicht so einfach. Ach, hier hinten ist noch was rausgedruckt, wie man die Beine ranmacht. Da sind wohl Zahlen drauf. Da werden wir mal gucken. Hallo, Flashy. Und die denkt natürlich auch, das ist was für sie. Gestern haben wir ihr was mitgebracht. Ne? Na, hier holen wir die Katzengras. Ne? Falls sie es haben. Na, ich muss erstmal anrufen nachher, wenn der Blumenladen da ist. So, und jetzt packen wir die mal aus. Da sind Zahlen da. Das ist die Spinne. Jetzt nur noch herausfinden, wo man die öffnen kann. Ich glaube, hier vorne ist immer so ein... Du musst mal gucken, hier so. Da müsste das, glaube ich, geöffnet werden. Ja, siehst du, habe ich recht. Und ist Glück. Ich will da nicht immer recht haben, aber jetzt habe ich recht. Ist nicht schlimm. Komm. Was ist denn noch drin, Galileo? Spinnenanatomie, Anatomie, coole Arachno-Infos. Oh. Spinnerine ist hier heute. Heute ist die Spinnen. Aha. Oh, guck mal hier. Spinnereien. Hier hat die eine. Was, hat die da eine Wespe? Ja, die hat da was. Die hat da was. Die hat da was. Die hat da was. Die muss auch was essen. Die süß. Da muss auch was essen, ne? Aber die sieht voll süß aus. Hm. Die kleinen Äuglein, ne? Ja. Ja. Das ist so eine Springspinne. Alles klar. Jetzt nur noch die Spinne hier raus. Da ist sie. Diese Kapseln kommen ab, dann kann man den entsprechend. Ich mach mal die Beinchen ran. Steht auf der Spinne eine Zahl. Hier sind die Zahlen. Mhm. Jetzt müssen wir mal die Beschreibung. Huch. Ich glaube aber, dass das Beinchen dann so hinkommt, wie es war. Also, muss mal gucken, auf die Beschreibung steht das ja drauf, ne? So, mal ranmachen, das Bein. Das ist gar nicht so einfach, ne? Mhm, ist ein bisschen hartnäckig. Ist auch das Richtige? Du musst es doch in die richtige Form kriegen. Weil das hat ja so eine bestimmte Form hier. Ja. Deswegen muss man noch gucken, das Bein. Dann mal in die. Ist es das Bein? Das steht wohl in der Zeitung. Ich pack das mal. Steht ja hier auf der Beschreibung. Die ist ein bisschen. Wo ist die Beschreibung? Die Beschreibung, die ist in der Zeitung. Nee, hier die Zahlen. Wo sind die Zahlen? Ach, die hast du jetzt zerrissen. Ach, das hast du nicht gut gemacht. Aber das steht auch in der Zeitung, ja? Wo du die Spinne da gehabt hast. Da hast du das ja auch drin. Na, das glaube ich nicht. Doch, hier ist eine Anleitung für die Spinne. Alles klar. Die Spinne. Ach so, wie die Spinne aussieht, so ihr meinst sie jetzt, ja. Aber ich glaube, die ist richtig, weil die Beinchen wurden ja so reingelegt. Also müsste das ja auch so sein. Muss ich dir helfen, ne? Das ist ein bisschen hartnäckig. So rum kommt es auf jeden Fall nicht ran an die Spinne. Machen die das denn so schwer für die Kinder? Warte mal. Ganz vorsichtig. Hier? Ja, da müsste sie ran. Aber richtig rum. Das heißt, es ist so noch. Geht da gar nicht rein. Ist das wirklich das Bein? Muss mal Licht anmachen, wir sehen gar nichts. Ist das wirklich das Bein? Kann nicht sein. Schwer rein. Geht nicht. Kriegst nicht rein. Haben sich ja wieder was einfallen. Die muss hier rein, wa? Gib mir mal noch ein anderes Bein.